meinen Laptop mit und dann mache ich die Präsentation in Tokio fertig. Wie sieht es bei dir aus? Ich bin Karina, ich studiere und arbeite nebenbei als Flugbegleiterin. Bin gerade so am Ende meines Studiums und mache gerade ein Praktikum im Bereich User Experience Research. Ich arbeite neben dem Studium als Flugbegleiterin. Überraschenderweise lässt sich das total gut mit dem Studium kombinieren. Das heißt, ich bin unter der Woche in der Uni und am Wochenende fliege ich. Deshalb kommt es auch öfters mal vor, dass ich eine Hausarbeit in Mexiko schreibe oder mich auf eine Prüfung in Japan vorbereite. Mit dem Fliegen verbinde ich eins meiner Hobbys. Ich liebe es, neue Länder zu bereisen und neue Kulturen kennenzulernen. Und es ist einfach ein cooler Ausgleich zum Alltag, wenn man mal rauskommt. Ich meditiere selbst seit vielen Jahren und biete auch Meditationskurse an. Und wenn ich dann mal Freizeit habe, dann verbringe ich die meiste Zeit mit meinem Hund in der Natur. Ich würde sagen, meine drei wichtigsten Skills sind, dass ich ein sehr empathischer und aufmerksamer Mensch bin. Ich bin strukturiert und auch gelassen, wenn es in stressigen Situationen dafür ankommt. Beim Fliegen geht es ja auch darum, dass man aufmerksam ist und auch auf die Menschen zugeht und auch sich in andere hineinversetzen kann. Dasselbe merke ich auch gerade in meinem Praktikum als Researcherin. Mit meinem Studium habe ich auf jeden Fall mein Traumstudium gefunden. Es ist total abwechslungsreich und vielseitig. Am Anfang des Studiums wusste ich noch nicht so genau, in welche Richtung die Reise gehen soll und habe jetzt zum Ende hin gemerkt, dass UX Research eine meiner Leidenschaften sind und möchte das später im Master auch nochmal vertiefen. In 3 Jahren bin ich vermutlich gerade mit meinem Master fertig, stehe kurz vor meinem ersten Job und wohne in meiner Traumwohnung. Meinem 5 Jahre jüngeren Ich würde ich mit auf den Weg geben. Es ist okay, sich Zeit zu nehmen, auch wenn man nach der Schule nicht direkt weiß, was man machen möchte, sich da nicht unter Druck setzen lassen und sich einfach auszuprobieren. Und klar hat man am Anfang irgendwie das Gefühl, man würde versagen, aber am Ende des Tages ist es viel wichtiger, dass man glücklich ist mit dem, was man macht und Freude daran hat. Über eine Jobbörse würde ich mir wünschen, dass ich Inspiration finde, Top-Unternehmen kennenlerne und dadurch meinen Traumjob finde. Wenn mein Leben komplett anders wäre, dann wäre ich wahrscheinlich jetzt Schauspielerin. Das Besondere an dem Schauspiel ist, dass man in verschiedene Rollen schlüpft, verschiedene Charaktere annimmt und immer wieder jemand anderes sein kann.